Hallo, ich bin Mitch Keller und jetzt gibt es eine neue Folge der Schlager-News hier auf Gute Laune TV. Die Schlager-News werden präsentiert von der Zeitschrift Meine Melodie. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer niegelnagelneuen Schlager-News-Ausgabe hier auf Gute Laune TV. Wieder aus der flotten, schicken, kultigen Barreu. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Um keine Zeit zu verlieren, starten wir direkt mit unserer Quizfrage der Woche. Die lautet wie folgt. Woher stammt der von Roberto Blanco besungene Puppenspieler? Ein kleiner Hinweis. Dieser Puppenspieler stammt aus einem Land, das auf einem anderen Kontinent ist. Auflösung gibt's am Ende der Schlager-News. Wir schreiten jetzt erstmal weiter zu unseren Themen der Woche. Und da haben wir im Interview Michelle. Unsere CD der Woche kommt dieses Mal von den Calimeros, Sommerküsse. Es gibt auch wieder feinen Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlager-Razzi, präsentiert von schlager.de. Und hier gibt es jetzt aber erstmal unseren Clip der Woche und der kommt von den drei Tirolern, die Tränkwalder. Wir ziehen mit dem Wind über die Berge. Nichts kann uns halten, wir lassen los. Wir sind schwer. Dass mein Kollege hier bei Gute Laune TV, der Hupsi Tränkwalder, nicht nur ein begnadeter Moderator ist, Sie sehen ihn übrigens täglich mit seiner Sendung Hupsis Welt um 17 Uhr, sondern vor allen Dingen auch ein leidenschaftlicher Musiker ist, beweist er immer wieder aufs Neue mit seinen Jungs. Zusammen sind sie die Tränkwalder und ihre brandaktuelle Single, in die wir eben reingehört haben, Wir ziehen mit dem Wind, ist unser Clip der Woche. Ausgekoppelt ist diese Nummer aus dem aktuellen Album So Summer. Es ist schon Wahnsinn, dass die Tränkwalder auf ein fast 25-jähriges Jubiläum zurückblicken können. Alles fing 1994 an mit dem Song Der Bergdoktor zur gleichnamigen Serie. Kurze Zeit später gingen sie mit Marianne und Michael auf Tournee und mittlerweile spielen sie weit über 100 Live-Shows im Jahr, haben Engagements unter anderem in Las Vegas und für diverse Oktoberfestveranstaltungen. Ich kann es nur empfehlen, die Tränkwalder mal live zu sehen, denn da bleibt wirklich kein Bein still. Schauen Sie einfach auf deren Website vorbei, da finden Sie die Termine www.tränkwalder.net. Sie sind nicht nur der Inbegriff des Schweizer Schlagers, sondern auch vor allen Dingen international die erfolgreichste Schlagerband der Schweiz. Also sie sind quasi eine kulturelle Institution. Ihre Hits stürmen regelmäßig die vorderen Chartplätze und im vergangenen Jahr feierten sie ihr 40-jähriges Jubiläum. Die Rede ist natürlich von den Calimeros. Bereits ihre erste Platte war ein Volltreffer und wurde mit Platin ausgezeichnet. Im Laufe der Jahre erhielten sie weitere Edelmetalle und waren zu Gast in sämtlichen großen TV-Shows. Nun hat das Trio aus der Schweiz ein neues Werk veröffentlicht. Es nennt sich Sommerküsse und das ist unsere CD der Woche. Das ist wieder mal ein fulminantes Album der Extraklasse im vertrauten und beliebten Calimero-Sound. Bereits Ende Mai schickten uns die drei mit der gleichnamigen Single Sommerküsse einen ersten Vorgeschmack. Sommerküsse, oh, oh, oh. Sommerküsse. Frontmann und Oberhaupt der Band Roland Eberhard hat wieder fast alle Lieder selbst geschrieben. Unterstützung bekam er von den Songschreiber-Mogulen Uwe Busse und Tommy Mustatsch. Auch seine Lebensgefährtin Sandra hat textliche Inspirationen beigesteuert. Mit diesem Album sind die Calimeros ihrem Stil treu geblieben und singen von Reisen in ferne Länder, Sommersehnsüchte, Liebesglück und unbeschwerte Stunden am Strand. Seit dem 6. Juli gibt es die Sommerküsse im Handel und ob sich auch unsere Musikredaktion geküsst fühlt, das lesen Sie auf unserer Website www.gutelaunetv.de. Hallo liebe Schlagerfans, hier ist Julian David und wollt ihr wissen, was es Neues gibt aus der Schlagerwelt? Klatsch und Tratsch, was treibt zum Beispiel eine Michelle, eine Helene Fischer oder was mache ich? Dann schaut rein bei den Schlager-News auf gutelaunetv. Wenn man mit 42 Jahren als Mann behaupten kann, dass man die Midlife-Crisis schon längst hinter sich hat, dann ist das schon
beachtlich. Diese Aussage stammt von Stefan Ross. Und ich möchte behaupten, dass auch dieses Statement nicht von ungefähr kommt. Denn der Moderator von Immer wieder Sonntags hat vor allen Dingen in privaten Dingen schon das ein oder andere dunkle Tal durchschreiten müssen. Seit geraumer Zeit ist er mit der Sängerin Anna-Karina Wojcik zusammen und sie scheint für ihn das große Glück zu sein. Warum das so ist, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Meine Melodie. Da ist nämlich ein schönes Interview mit Stefan drin und darin erzählt er über seine Beziehung mit Anna-Karina, aber auch über seine Tätigkeit als Moderator von Immer wieder Sonntags. Gute Laune TV präsentiert in diesem Jahr ja zahlreiche Schlagerveranstaltungen, Open Airs und Festivals. In den vergangenen Schlager-News-Ausgaben habe ich Ihnen ja schon die ein oder andere Veranstaltung vorgestellt. Und hier kommt die nächste. Der Schlagerstern Willingen am 18. August. Gute Laune TV präsentiert den Schlagerstern Willingen, das Sauerland Open Air. Im Fieber der Nacht. In Willingen herrscht am 18. August Ausnahmezustand. Zahlreiche namhafte Künstler sind bei der legendären Open-Air-Party dabei. In dieser Nacht. Darunter Matthias Reim und Band, Nick P., Vanessa Mai, Michael Wendler, Micky Krause, Jürgen Drews, Michael Holm, Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Laura Wilde und viele mehr. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Tickets und Infos unter www.schlagerstern-willingen.de. Wenn man in der Turbinenhalle Oberhausen unterwegs ist, wie Carolina Schmitz, hat man die Möglichkeit, zahlreiche Schlagerstars zu treffen. In ihrem Fall begegnete sie Michael Wendler. Wow! Carolina hat es ganz richtig gemacht. Sie hat nämlich ihn vor die Kamera geholt, ein Beweisfoto festgehalten und es, und das ist das Wichtigste, sie hat es uns geschickt. Vielen Dank, liebe Carolina, für deinen Schlagerazzi. Wenn auch Sie solch ein Fanfoto haben, dann schicken Sie uns das an schlagerazzi@gutelaunetv.de. Momente der Liebe, ich atme sie ein, dem Alltag entfliehen. Ich lade dich ein, wir feiern das Leben. Wir schweben zu zweit, ganz weit, wir zwei. Seit rund 25 Jahren steht Schlagerkönigin Michelle nun schon auf der Bühne und hat im Laufe ihrer Karriere schon so manches hoch und tief erlebt. Einst entdeckt von Christina Bach und produziert von Jean Frankfurter, gehört sie schon seit langer Zeit zur Top-Riege der Schlagerstars. Unsere Gute-Laune-TV-Moderatorin Sonja Weißensteiner hat die Schlagerkönigin bei der Schlagernacht des Jahres in der Olympiahalle München getroffen. Was ist denn so das Schlimmste in deinen Augen, was einem passieren kann, live auf einer Bühne? Also ich habe eigentlich alles schon durch. Wirklich? Ja, erzähl mal, was für Fauxpas gab es da? Der Bühne übergeben, also beim Live, auf einer Live-Tour war das. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das war, da war mir wirklich wahnsinnig schlecht und wir hatten live mit Band und ich drehte mich immer nur zur Band um und machte dann irgendwie so, weil ich nicht, ich habe schon gemerkt, irgendwie steht mir da und ich wollte natürlich nicht auf der Bühne dann irgendwie dann... Oh. Ich habe es dann noch wirklich bis zur Technik geschafft und habe dann da über alle Kabel gekotzt. Oh Gott, du Arme. Oh Gott, du Arme. Ja, schlimmer geht's fast nicht, das stimmt. Wasserflasche, abgewaschen, Kleid umgezogen, so gemacht und wieder rausgegangen. Das komplette Interview mit Michelle und Sonja Weißensteiner sehen Sie am 31. Juli in Schlager aktuell um 19.15 Uhr. Palim, palim, wir kommen zur Auflösung unserer Quizfrage vom Anfang. Ich hatte Sie gefragt, woher stammt der von Roberto Blanco besungene Puppenspieler? Und ich hoffe, Ihnen hat mein Tipp weitergeholfen. Denn die Auflösung ist, er stammt aus Mexiko. Der Puppenspieler von Mexiko. So, und lieber Roberto, du darfst jetzt singen. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so was er stimmt, ist immer Ende ein Spielglück. Vom Puppenspieler kommen wir jetzt zu unserem Spruch der Woche. Vorher möchte ich mich aber von Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Und jetzt, wie versprochen, unser Spruch der Woche zum Abschied. Eine Raupe müsste man sein. Fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, schlafen. Zack, ist man schön. Servus!
Die Schlager-News wurden präsentiert von der Zeitschrift Meine Melodie.